Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu den Wirtschaft TV Kurznachrichten aus London vom Piccadilly Circus. Ich bin Manuel Koch, schön, dass Sie dabei sind. Der deutsche Aktienmarkt geht am Donnerstag zum späten Nachmittag leicht ins Minus bei etwa 0,4%. Der DAX steht bei 10.380 Punkten. Kein neues Jahreshoch und keine neuen Impulse. Das lag vor allen Dingen auch an der EZB. EZB-Präsident Mario Draghi hat seine Aussagen bei der PK sehr neutral gehalten. Der Leitzins bleibt unverändert niedrig. Und man wird natürlich weiter alles tun, damit die Wirtschaft in der Eurozone angekurbelt wird. Aber weitere Maßnahmen wurden erst einmal nicht verkündet. Im Fokus Volkswagen, dort gibt es eine Einigung mit den US-Behörden. Es gab ja schon diverse Presseberichte, wonach Volkswagen hunderttausende Autos in den USA auch zurücknehmen würde. Von einer Entschädigung von $5.000 pro Auto plus natürlich die Behebung der Software war die Rede. Und Experten rechnen damit, dass das 10 bis 20 Milliarden Dollar kosten könnte. Auch die Reederei Hapag-Lloyd im Fokus. Die Aktie hat ordentlich profitiert. Da gab es auch Spekulationen, dass Hapag-Lloyd mit einem arabischen Konkurrenten fusionieren könnte. Das würde die Marktmacht natürlich deutlich vergrößern. Gute Nachrichten auch aus den USA. Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe tendieren auf dem niedrigsten Stand seit 1973. Die Arbeitslosenzahl natürlich eine wichtige Zahl auch für die US-Notenbank für ihre Entscheidungen zur Zinspolitik. Und die Zahl des Tages habe ich auch noch für Sie. 35%. So viele der jungen Deutschen legen auch etwas fürs Alter zurück nach einer TNS-Infratest-Umfrage. 2010 waren es noch 38%, also weniger junge Deutsche sparen. Und wir müssen natürlich sagen, Happy Birthday an die Queen. In Windsor Castle wurde heute schon mal ordentlich gefeiert. Auch von uns natürlich alle Glückwünsche dieser Welt. Der 90. Geburtstag muss gebührend gefeiert werden. Das waren die Wirtschaft TV Kurznachrichten vom Piccadilly Circus. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Donnerstagabend.